Weiter geht's bei Capital Spark of Revolution. Und wir haben 5000 Gold auf der hohen Kante, allerdings kein Gold. Und wir haben tatsächlich ein Problem. Und dieses Problem ist unsere Gesundheitsfürsorge. Da müssen wir also ein bisschen was machen. Und wir haben nicht mal eine Epidemie in der Stadt. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass so viele Leute bei uns obdachlos sind. Das heißt, ich möchte gerne hier zwei weitere, beziehungsweise sogar drei weitere Häuser bauen, dass wir gemeinsam damit das in den Griff kriegen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns bei der Forschung dann vielleicht einfach auf die Einäscherung, auf irgendwas anderes konzentrieren. Das müssen wir mal gucken. Und was wir natürlich machen müssen, ist unseren absoluten Mega-Fail aus der letzten Folge wieder gerade biegen. Wir müssen nämlich das Rathaus bauen. Also, viel zu tun für diese Folge. Und lasst uns einfach direkt loslegen. Wir arbeiten mit der vollen Geschwindigkeit. Und ihr seht, wir müssen hier das Rathaus bauen. So, eine Sache will ich nochmal mit anmerken. Wir haben auch in den Kommentaren jetzt lange diskutiert, was dieses Sägewerk hier bringt. Und ihr habt verschiedene Sachen geschrieben, die ich mir alle gut vorstellen kann. Zum einen, dass die Produktion pro Schicht obendrauf kommt. Ja? Das heißt, das ist im Prinzip das Ganze verdoppelt. Was noch einer geschrieben hat, und das fand ich sehr interessant, dass damit das Limit hier bei der Produktion erhöht wird. Wobei wir ja jetzt schon auf 20 sind. Aber das könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass wir damit das Limit erhöhen. Finde ich auch eine sehr interessante Idee. Das werden wir alles in den nächsten 4 Folgen diese Woche ausprobieren. So. Hier hinten wird bei dem Holz leider eine zweite Arbeitsschicht gemacht, dass wir da uns ein bisschen weiter recovern. Weizen haben wir erstmal genug. Erstmal, ja, also auch nicht ganz so viel. Ihr seht hier Todesursache Krankheit. Also auch da kommt ein bisschen was auf uns zu. Essen passt soweit. Depressiv sollten die eigentlich auch nicht mehr sein, wenn das hier durch ist. Schnappes haben wir genug. Da müssen wir halt auch mehr produzieren. Wir haben hier neue Gebäude gebaut. Und eine Hauptaufgabe, das verwechsel ich das immer, ist unter anderem auch, dass wir auch hier aufwerten müssen. Also ihr seht es, wir haben einfach mehr als genug Aufgaben zu erledigen. Und ich denke nach wie vor, die erste Aufgabe sollte wirklich sein, das Rathaus zu bauen. Das wäre mir wirklich am wichtigsten, dass wir dort mal gucken, was wir damit machen können. Das sind 1000 Holz und die müssen wir natürlich erstmal zusammensammeln. Obwohl wir natürlich, ach, das ist wieder, nee, wisst ihr was? Wir machen das noch anders. Wir bauen wirklich zuerst einmal da eine Straße nochmal hin. So. Und dann setzen wir hier wirklich zuerst die beiden Landhäuser rein. Einmal da. Und einmal da. So. Und dann machen wir da schon mal weiter, damit die Adligen jetzt wirklich erstmal von der Straße runterkommen. Gut, da haben wir jetzt ein Haus zu viel. Wir machen noch ein Haus für die Arbeiter. Das können wir hier ranquetschen. Sieht auch gut aus. Jetzt haben wir 4 Depressive und ein Gesetz möglich. Da können wir jetzt mal genau gucken, was wir machen. Ich persönlich bin ja tatsächlich so ein bisschen für den Geheimdienst. Das wäre aber auch wieder ein Gebäude, Gesundheitsfürsorge und so weiter. Haben wir alles. Die erweiterte Verordnung kommt mit dem Rathaus. Das kommt dann auch. Deswegen lasst uns mal das Thema Ladengeschäfte machen. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir da machen können. Und jetzt werden die Häuser hier gebaut. Jetzt gehen wir mal hier rein und schauen mal, was wir haben. Schenke Varieté, das sind die Sachen, die wir erforscht haben. Das passt soweit. Verkaufsstand, tatsächlich, bietet Arbeiter Waren zum Verkauf an, Besucher 3, Einkommen pro Besucher, Ausgaben pro Schicht 144, 48, wow. Okay, das sind also irgendwelche ominösen Waren, die hier produziert werden. Die werden dann in diesen beiden Gebäuden zum Kauf angeboten. Also klingt auf jeden Fall erstmal ein wenig ominös, aber durchaus interessant. Okay. Also, wir
gehen auf volle Geschwindigkeit und überleben hoffentlich die Nacht. Ja, jetzt haben wir mehr Weizen und übrigens auch sehr viele depressive Leute. 281. Ja. Tja. Landhaus wurde gebaut. 17 Leute, habe ich nicht hier gesagt, verringert, ja. Na gut, einige werden noch sterben an Krankheit. Einige Depressive stürzen sich in den Tod. Da müssen wir auf jeden Fall auch die Sachen aufwerten hier. Ach Gott, wir müssen wieder so viele Dinge machen auf einmal. Wir müssen die Gebäude auch aufwerten und erforschen. Verbrechen in den Reihen der Adligen. Ein junger Grafen wurde während einer Jagd in den Kopf geschossen. Er musste schwer verwundet ins Krankenhaus gebracht werden. Wir haben gerade einen verwundeten Keiler verfolgt. Ich habe ihn persönlich geschossen. Als ich mich jedoch meiner Beute näherte, hörte ich hinter mir ein Ächzen. Ich fuhr herum und sah ihn blutüberströmt. Diener, unser junger Meister ist sehr heißblütig und gerät oft in unerfreuliche Situationen. Offenbar ist ihm jemand feindselig gesonnen und hat auf ihn geschossen, als gerade niemand hinsah. Ja. Wir werden das mit normaler Priorität machen. Wir machen so ein Kram nicht mehr mit normaler, mit hoher Priorität. So, jetzt brauchen wir tatsächlich zwei Häuser, die normalen Leute. Tja, ich würde sagen, das bauen wir wirklich erstmal zuerst. Hier wird jetzt produziert, das sieht gut aus. Holz läuft auch, Steine läuft auch. Geld haben wir auch. Eine unglückliche Ehe. Der Ring mit den Familienwappen taucht auf dem Schwarzmarkt auf. Der Hehler erinnert sich, dass die Frau, welche ihm den Ring verkauft hatte, vor einer baldigen Abreise sprach. Man verhaftete die Diebin am Bahnhof. Die Diebin, wie können Sie es wagen, mich zu beschuldigen? Ich bin Sir Corwells rechtmäßige Ehefrau, keine gewöhnliche Diebin. Wir haben uns gestritten und ich wollte eine Weile alleine sein. Dazu habe ich das gute Recht. Der Polizist. Tja, Ihr Ehemann gab uns den Auftrag, nach einem fehlenden Ring zu suchen. Klären Sie das mit ihm. Wir machen hier nur unsere Arbeit. Okay. Na siehst du. So klären sich die Sachen doch meistens immer wieder auf. Schön. Also, wie viel Holz haben wir? 200? Top. Also, ein Holzhaus bitte. Und ein weiteres Holzhaus. Einmal dahin. Gut. Aber das Thema hier erledigt. Dann brauchen wir da zumindest erstmal keine weiteren Häuser. Und ja, dann sollten wir wirklich gucken, dass wir als nächstes die hier aufwerten. Da brauchen wir Holz für. Dass wir wenigstens beim Thema Essen keine weiteren Probleme bekommen. Das haben wir geupdatet. Wie viel sind denn jetzt hungrig? Ja, viele Bürger und Adlige. Tja, dann sollten wir wirklich hier die Sachen nochmal updaten. Zumindest eins davon. Oder beide, ich bin mir halt echt unschlüssig. Ach, wir haben noch gar keins abgedatet, ne? Ja, dann müssen wir die echt updaten. So, eine reisende Theatergruppe. Momentan befindet sich eine fahrende Spielmannstruppe in der Stadt, die für ihre empörenden Darbietung bekannt ist. Der Eigentümer der Unterhaltungseinrichtung der Stadt finden, dass die Truppe aus der Stadt verschwinden muss. Wandertheater, wer möchte schon dieses billige Geschwafel hören? Endlich sind sie da. Was Zeit für ein wenig Spaß. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen an Loyalität. So, wir entscheiden das nach der Loyalität. Arbeiterloyalität wird zunehmen, die ist allerdings sehr hoch. Dann tauschen wir das mal so rum. Wir sind ja hier bei 97 oder bei 107 gewesen, also das ist okay. Da können wir ruhig ein bisschen reduzieren. So, also dann haben wir die Häuser fertig, dann haben wir das Thema gelöst. Haken hinter. 270. Dann können wir hier das erste Haus aufwerten. Und danach können wir die hier aufwerten. Das sorgt natürlich auch dafür, dass wir mehr Geld verdienen. So, haben wir eigentlich noch irgendwo Holz, was wir abbauen könnten? Ah, wir können diese Dinger. Wir haben nach wie vor ein paar Häuser, ne? Ich würde sagen, wir gucken wirklich mal nach den Holzquellen und werden jetzt mal die ganzen letzten Holzquellen, die wir noch irgendwo rumfliegen haben, falls wir noch welche haben sollten, hier jetzt alle abbauen. Ne, Holz haben wir tatsächlich schon alles weg. Ne, sind nur noch die Häuser übrig. Und ein bisschen Weizen als Reserve. Okay, die Häuser. Ne, die Häuser lassen wir stehen. Das machen wir nicht. Das passt soweit. So, ein Kaffee wurde gebaut. Oh, das sieht hübsch aus, Leute. Das sieht hübsch aus. Das können wir auch aufwerten. Wunderbar. Und, oh, was ist das denn?
Ach du grüne Neune. Sie werden diese Menschen töten, wenn sie das Lösegeld nicht bezahlen. Wir entsenden die Polizei. Bitte alle 5 Polizisten entsenden. Sowas wird hier nicht akzeptiert. Okay, dann können wir das Geholz jetzt... Oh, jetzt haben wir kein Weizen mehr. Oh, 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 oh. Jetzt kommt der Zug. Ah, also Weizen ist knapp. Wir müssen also den Zug auch updaten. Polizeiaktion wählen. Was? Razzia. Los, Rainer. Also gibt's ja wohl nicht. Absolut inakzeptabel, sowas. Ich bin mal gespannt, Leute. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Kaffee gebaut, Krankheit. Der Markthandel hat 244 Bier gebracht. Damit ist das voll. Polizei hat ein Gebäude erfolgreich gestürmt. Verbrecher wurden festgenommen. Auch das ist sehr gut. Das freut mich. Gut. Das werden wir aufwerten, sobald wir das Holz haben. Und dann haben wir zumindest bei dem Punkt hoffentlich keine Probleme mehr. Und dann müssen wir uns echt, also wir müssen uns wirklich um das Thema Depressivität kümmern. Ich dachte nicht, dass sie zu etwas imstande wären. Es sind was? 9 Leute gekommen. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz im Gebäude. Ja, na passt doch. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Ja, ist doch super. So. Also, das bitte einmal updaten. Geht noch nicht. Dann einmal volle Geschwindigkeit. Und das Update bitte. Ach, wir haben kein... Na, die Schichten sind vorbei. Okay. Ja, Geld haben wir. Arbeiterschicht wird die Zufriedenheit senken. Das müsste aber passen. Ja, genau, das passt. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das Ding möchte ich jetzt auf jeden Fall noch updaten. Heute. So, perfekt. Einmal updaten. Und als nächstes würde ich dann sogar schon in Richtung des Zugupdates gehen. Oder wir schalten uns halt eine zweite Linie frei. Das würde uns auch 1000 Holz kosten. Nee, dann machen wir wirklich erstmal die Wartung. Das kostet aber auch schon 650. Ja, wir müssen unbedingt mal Holz produzieren. Tja, mal gucken. Also es wird auf jeden Fall spannend. Wir sind immer noch mit dem Weizen so halbwegs im Plus. Und wir haben tatsächlich, wir haben wirklich immer noch diese Krankheitsprobleme. Also Depressivität passt immer noch. Da sehe ich eigentlich keine großen Probleme. Ja, also im Grunde genommen sind die Zahlen erstmal okay. So, 600 Weizen. In 4 Stunden kommt der nächste. Das sieht erstmal gut aus. Lebensmittel liefern. Oh. Ah, das ist... Uiuiuiui. Ja, ist die gute Frage. Können wir uns das leisten? Die Dinger sind ja zu, ne? Ne, wir brauchen das Geld nicht. Nein, wir brauchen das Geld nicht. Wir brauchen das Geld nicht. An Geld mangelt es uns im Moment wirklich nicht. Das ist wirklich nicht das Problem. Also Holz wird produziert. Sehr schön. Dann geht es ja morgen früh gleich schon weiter. Was ist das jetzt hier? Oh nein. Oh Gott, Leute. Ernsthaft, jetzt klauen die uns das wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Kann die Polizei da nicht mehr hin? Was? Ey, das ist ja wohl... Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Ich habe auch lange so eine... wir haben auch lange keine Antikorruptionskampagnen mehr gemacht, ne? Das müssten wir mal machen. Beim Polizeikommissariat... Ja, okay. Einmal die Operation beginnen. Das müssen wir echt machen. So. Schon wieder so viele Leute eingetroffen. Naja, wenn wir an dem Krankenstand nichts machen, das ist jetzt, klingt jetzt echt gemein, aber wenn wir daran nichts machen, werden genug Leute sterben, sodass wir nicht allzu stark wachsen werden. So. Lebensmittelproduktion plus 40 und bürgerliche Steuerhinterziehung minus 20. Sehr schön. Oh, das haben wir noch. Und Akademikereffizienz plus 40. Dann sollten wir wirklich mal schauen, dass wir eine Forschung angehen. Tja, beherbergt 10 Arbeiter. Täglicher Effekt Ernährung plus 10. Moment, das ist ein Haus, ne?
Okay. Ernsthaft? Tägliche Ernährung plus 10? Ach, und hier unten sind erst die anderen Geschäfte. Ah. Ist ja nice. Plus 10? Wir könnten natürlich auch gucken, ob wir das hier machen. Steigert die Alkoholproduktion um 15%. Reduziert die Materialbenutzung von... Das finde ich gut. Das würde ich tatsächlich mal erforschen. Ja, das finde ich sinnvoll. Und dann müssen wir allerdings das Ding hier mal wieder starten. Das machen wir. Okay, so, wir haben sehr viele Kranke und auch sehr viele Depressive, aber das wird sich hoffentlich erledigen. Okay. So, ein neues Gesetz. Wir machen den Großhandel. Und jetzt, der Aktienhandel ermöglicht großartige Möglichkeiten für profitable Leute. Ich weiß gar nicht, wo das ist hier vorne. Wir müssen den Aktienmarkt errichten. Sie zum Austausch. Errichten Sie einen Austausch. Was? Moment, was soll ich errichten? Errichten Sie einen Austausch, um den Aktienmarkt freizuschalten. Was ist denn ein Austausch? Ich soll einen Austausch errichten. Naja, mal gucken. Wir werden erstmal ein Rathaus errichten. Und dazu sammeln wir jetzt nämlich unser Holz zusammen. Und dann werden wir mal die Sachen hier weiter beobachten. Weil das kriegen wir ja bisher immer ganz gut in den Griff. Und es klingt vielleicht wirklich doof, aber mit dem Thema werden wir jetzt ein paar Bevölkerungskontrollen leider machen müssen. So, wir sind bei 377 Weizen. Und werden hier mal ein bisschen was abreißen. Dass das da nicht zu schnell sinkt. Wann kommt der nächste Zug? 2,5 Stunden. Naja. So, sehr schön. Verwässerte Destillerie abgeschlossen. Das ist schon sehr gut. Und verbesserte Mühlen. Steigert die Lebensmittelproduktion um 15%. Bevor wir das haben, will ich mal in die Mühle reingucken. Jetzt gucken wir uns mal eine Sache an. Das ist das Sägewerk. Wo haben wir es? Dort. Er produziert mit 228, 364 Brote. Ja, dann bin ich mit Effizienz 160%. Da bin ich mal gespannt, wie diese Zahlen hier jetzt steigen und sinken. Denn mehr Effizienz wäre ja schon mal gut. Aber wir haben, also wenn ich das sehe, haben wir mehr als genug. Also wir können tatsächlich morgen mal hier zwei Gebäude zumachen. Aber naja, das sieht ja erstmal ganz gut aus. Okay. Also volle Geschwindigkeit, Weizen ist leer, Sachen sind alle voll. Und wir sparen auf... da kommt der Weizen. Okay, also wir haben mit Brotproduktion wirklich überhaupt kein Problem. Verbesserte Mühlen abgeschlossen. Ja. Sehr schön, dann gucken wir jetzt mal die Mühle an. 160. Die Zahlen haben sich nicht geändert. Ich hoffe einfach, dass wir damit jetzt mehr Brot produzieren können. Sollte auch klappen bei dem gleichen Weizen. Okay, die Varietés sind offen. Das Essen wird verteilt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir als nächstes wirklich das Rathaus bauen. Ich habe noch keine so richtig schöne Position gefunden. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das gerne hier vorne hinbauen. Ich finde, das passt an die Position ganz gut. Wie sie hier sieht mit der Arbeiterzufriedenheit aus, 81. Ja, wir lassen auch heute wieder eine zweite Schicht. Moment, das können wir renovieren. Und gleichzeitig lassen wir dort eine zweite Schicht arbeiten. Damit wir morgen früh, wenn das alles klappt, das Rathaus bauen können. Was? Okay, gegen Feuer können wir hier tatsächlich nicht allzu viel machen. So, jetzt könnten wir übrigens auch mal schauen. Wir wissen ja, wir haben ungefähr... Wie viel produzieren wir jetzt an Holz? Ungefähr, heute produziert 121, so knappe 800. Dann sollten wir mal gucken, dass wir das ein oder andere Gebäude bauen für unsere Leute. Das sieht erstmal ganz gut aus. Was ich gerne bauen würde, wäre tatsächlich ein Verkaufsstand und eine Boutique. Das würde ich gerne hier vorne hinsetzen. Und das Problem ist, dass
bietet irgendwelche Waren an. Ja, was für Waren? Ich habe keine Ahnung. Aber das erhöht die Zufriedenheit um plus 2. Und das würde ich wirklich mal, hier hinbauen. Na, wir könnten es auch versuchen, dass wir das hier mit reinquetschen. Nee, wir machen das wirklich hier hin. Wir machen zuerst den Verkaufsstand und dahinter die Boutique. So. Die beiden will ich nochmal bauen. Einfach nur, um zu sehen, was die können. Und jetzt haben wir nur noch 120 Holz. Und wir produzieren ja aber noch was. Wir sind bei 22 Uhr. Ne, mehr Schichten machen wir jetzt nicht. Ein Bürger ist todkrank. Das ist kein Problem. Wir sind bei... Ach, der hat Hunger. Wir sind bei 10 Todkranken. Ja, das ist kein Problem. So, traurig, depressiv kriegen wir auch so allmählich in den Griff. Ah, da brauchen wir allerdings wirklich ein neues Gebäude. Wir sind bei 20 Leuten, Adlige vor allen Dingen. Wir bauen mal die Straßen weiter. Aber da können wir jetzt gerade wirklich nichts dran machen. Da können wir jetzt wirklich nichts dran machen. Das ist dann doof gelaufen für die Adligen. Aber da müssen sie jetzt einfach durch. So, Forschung ist noch frei. Was wir machen könnten, einmal schauen. Die Unterhaltungsgebäude sind hier unten. Ah, das ist ärgerlich. Dann müssen wir die Stufe 3. Das könnten wir allerdings machen. Genug Geld haben wir ja. Ja, wir schalten uns das mal frei. Das Geld haben wir. Das machen wir. So, schon wieder 18 Leute, ey. Das ist unglaublich. Nicht genug Getreidespeicher. Okay, also das müssen wir erstmal nicht updaten. Geschmackloser Scherz. Gucken wir uns gleich an. Wir haben 6 Tote. Sehe ich jetzt nicht als so schlimm an. Wir haben genug Leute. Das klingt echt ein bisschen makaber, aber es ist wirklich so. Und wir müssen wahrscheinlich wirklich bald neue Vergnügungsgebäude bauen bei den ganzen Menschen, die wir haben. Aber erstmal das Rathaus und dann bauen wir wirklich von den Gebäuden neue. Und danach kümmern wir uns ums Essen. Um die Wohnplätze. Solange müssen sie jetzt einfach noch schlafen. Aber erst will ich jetzt wirklich ein Rathaus bauen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Okay, das Lager ist voll. Gott, jetzt müssen wir auch schon wieder erweitern. Also, 3 junge Adlige entschlossen sich dazu, einen Obdachlosen, einen Scherz zum Spaß in eine Hundehütte zu sperren. Ach, okay, das kennen wir schon. Tja. Wir entscheiden so eine Sache jetzt einfach stumpf nach der Loyalität, würde ich sagen. Also, das ist mir, denke ich mal, jetzt am wichtigsten. Die Arbeiterloyalität wird zunehmen, die ist hoch genug. Die Adelsloyalität wird zunehmen, wir machen das so rum. So. Verbrechen in den Reihen der Arbeiter. Madame Lovets Geistersalon hat in der Stadt eröffnet. Angeblich wurden dort spirituelle Sachons und Gespräche mit Toten abgehalten. Ja. Wir geben dem mal normale Priorität. Und was wir machen können, ist auf Vollgas. Und hier stehen echt Leute, ne? Das ist interessant. Da haben wir auch noch. So, jetzt sind wir bei... 700 bei 800 Holz. Gott, das ist alles voll hier. Also da haben wir wirklich momentan überhaupt keine Probleme. Okay, also die stehen hier wirklich an. Das gefällt mir. Und die kaufen anscheinend auch was ein. Ich frage mich immer nur, was? So, jetzt haben wir das, die Möglichkeit, das Rathaus zu bauen. Einmal bitte... Ich würde es ja gerne da hinsetzen. Und dann eine Straße. Daran. Gut. Dann haben wir das Rathaus und als nächstes kommen weitere Boutiquen und Gebäude. Ich glaube, wir müssen da wirklich gerade bei den Gebäuden so langsam mal ein bisschen Gas geben. Was ist das gewesen? Ein Varieté. Ja, das müssen wir mal machen. Wir müssen ein weiteres Varieté bauen. Ja, damit fangen wir mal an. So, ein Varieté bitte. Einmal dahin.
Dahinter kommt erstmal eine Straße. Und dann bauen wir als nächstes bitte ein Café. Nein, Moment, die Schenke war das, ne? Genau. Das machen wir mal dahin. So. Alles klar, dann haben wir die Themen auch. Als nächstes kommen nochmal zwei Gebäude, was das Thema Essen angeht, wo wir das nochmal beobachten können. Ob das wirklich passt bei uns. Was haben wir hier? 400 Getreide liefern und 400 Essen. Es tut mir ganz schrecklich leid, ich habe mehr als genug von. Ein Jagdunfall. Die Ermittler streuen ein Gerücht, wonach sich das Opfer auf dem Weg der Besserung befinden würde, um die Identität des Mörders unmittelbar nach dem Erwachen des Grafen bekannt gegeben werden soll. Am nächsten Morgen betrat daraufhin ein junger Mann mit einem Dolch bewaffnet das Krankenzimmer und wurde sofort geschnappt. Dieser arrogante Widerling hat mich auf der Party laufend beleidigt. Der Polizist, hat es ihm nicht gereicht, im Krieg ihr Blut zu vergießen? Jetzt reicht's aber. Das finde ich gut. Ja, Fall schließen. Wunderbar. Weiter geht's. Die Schichten sind zu Ende. So, jetzt müssen wir überlegen, ob uns das mit dem Holz noch reicht. Ist das hier hinten auch schon geschlossen? Ja. Wir haben das Rathaus fertig. Dann können wir jetzt gleich mal gucken bei den erweiterten Verordnungen, was wir da machen. Ja. Das machen wir gleich. Beziehungsweise das können wir dann sogar auch in der nächsten Folge machen. Was ich mit diesen 300 jetzt noch machen möchte, ist wirklich noch ein Café bauen. Einmal dahin. Das dann passt. Ja. Und bitte. Ah, das passt nicht mehr. Nee, dann lassen wir das. Dann machen wir das in der nächsten Schicht. Und ich denke, damit haben wir auf jeden Fall auch das Thema Essen schon ganz gut abgehakt. Denn wir müssen hier wirklich mehr werden. Und beim Thema Krankheit lassen wir alles so, wie es ist. Wir gucken nochmal kurz. Krankheitsrate geht zurück. Klar, die ganzen Kranken sind jetzt auch alle tot. Ressourcen sieht auch gut aus. Da könnte man sogar mal ein bisschen runtergehen. Wir verdienen mehr als genug. Und ich denke, mit den beiden Gebäuden hier kriegen wir vor allen Dingen das Thema hier auch langsam in den Griff, dass die Leute dann glücklicher werden. Und jetzt schauen wir hier nochmal. Bietet Adligen und Bürgern irgendwelche Waren zum Verkauf an, was die haben wollen? Heute ausgegeben 100 minus 167. Tja, Hauptsache unsere Leute sind zufrieden. Das senkt die Depressivität ein bisschen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, übermorgen wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie. Ciao, ciao.